Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Snake Oil, dem Schlangenöl, mit dem Christian, dem Bram, dem Sebastian, dem Dalu und mir, dem Peter. Und dieses Spiel funktioniert folgendermaßen. Ihr seht hier 28 Kundenkarten und ganz, ganz viele Itemkarten bzw. Gegenstandskarten. Einer von uns wird immer der Kunde. Ja, also Beispiel, ich nehme jetzt einfach die erste als Beispiel. So, jetzt wäre ich beispielsweise eine Diva, ja. Und jetzt hat jeder auf seiner Hand 6 von diesen Itemkarten, von diesen Gegenstandskarten. Und die müssen jetzt 2 davon kombinieren und in einem kurzen Pitch mir irgendwie anpreisen. Also sagen, das ist für dich genau der richtige Gegenstand, den du brauchst aus diesem und diesem Grund. Und von mir aus können wir das auch jetzt hier direkt als allererste Runde machen. Wir spielen nämlich einfach mal 10 Runden und dann gucken wir mal, wie es läuft. Und der Gewinner ist der da nachher am meisten überzeugen konnte, natürlich. Und wer als erster fertig ist und bereit ist und sagt, ja, ich möchte pitchen, der kann sich jetzt gerne mal melden. Du hättest aber auch die andere Seite nehmen können, ne? Du könntest auch Ich hätte auch sein. Spy nehmen, aber ich wollte Diva sein. Meine Dame, okay. Ich habe da was für Sie. Okay, Bram, dann zeig mir mal. Also ich nehme ja nicht alles, möchte ich mal ganz kurz sagen. Nee, ich weiß, aber ganz ehrlich, ich bin ja der Meinung, dass ein Produkt einfach für sich stehen muss. Ein Star-Coach, ja? Ich meine, seien wir ganz ehrlich, was weniger als ein Star-Coach ist für so ein Hochadelsgeblüt, wie du es eines bist, ja? Besser geeignet, um das Gesäß abzusetzen und einfach zu träumen darüber, wie scheiße doch alle anderen sind, dass man selbst immer recht hat. Wo ist denn der Unterschied zu einer normalen Couch da? Ja, pass auf, eine normale Couch, die hast du halt mit Leder oder so Geschichten, ja, und darauf guckst du dann Fernsehen oder spielst PC oder Videospiele irgendwie so, ja? Das macht der Plepp, ja? Ja, wollte ich gerade sagen, das ist mehr so pöbelmäßig. Ja. Genau, auf der Star-Couch, da kannst du dich hinsetzen, du explizit als Diva, ja, sitzt da und kannst halt über die anderen abranten, wie scheiße die sind. Oh, das gefällt mir, das mache ich in meiner Freizeit sehr gerne. Fand ich schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, und mehr muss ich dazu auch gar nicht mehr sagen. Ja. Ich finde jetzt nicht, dass das Produkt ist, was du brauchst. Das ist das Produkt des Jahres, Dalu. Nee, das ist gar nichts. Ich hätte da was. Ich okay, da Dalu, dann zeig mal. Was hättest du denn für mich? Als Diva ist man ja auch sehr oft auf einer Party unterwegs, ja, und will sich auch zeigen. Aber nicht auf jeder Party. Und, ne? Genau, aber jetzt stell dir mal vor, du hättest ein Alkoholarmband. Das klingt auf den ersten Moment ist das ziemlich schwer. Aber du kannst dann, also auf der Rückseite sind mehrere Knöpfe, wo du dir Sachen einspeichern kannst. Und wenn du den Knopf drückst, kommt direkt ein Kellner zu dir und bringt dir das, was du bestellt hast. Du müsstest niemals zum Tresen laufen, du könntest immer in der Mitte sein, High Society Quatsch erzählen und du würdest immer und überall bedient werden. Fuck ja, dann würde ja ich sogar kaufen. Das ist tatsächlich nicht verkehrt, muss ich sagen. Also, das ist schon nicht schlecht. Scheiße. Ja, da möchtest du denn berühmt werden? Ja, gut, aber also ich muss sagen, gewisserweise bin ich das ja schon. Also wer mich nicht kennt, ist ein Noob. Ja, aber dich würden alle kennen, ja. Weißt du, du kommst im TV, kommst du ganz groß raus, wenn du dieses Item hier hast, ja. Ich meine, die Benutzung ist zwar nur einmalig, aber ich garantiere dir Milliarden von Zuschauern, ja, die deinen Namen feiern und später auch dein Grab besuchen werden. Und die Fernsehbombe. Man, es ist sogar wandelbar. Ich meine, man könnte sogar eine TV-Show draus machen. Ja, Bomben-TV. also, ich sag dir, wenn du jetzt schon berühmt wirst, ja, also das ist noch nichts, was du werden wirst, wenn du einfach die Bombe kaufst, die natürlich gleichzeitig mit dem TV-Vertrag kommt. Okay, ja, und jetzt bräuchte ich noch einen letzten Pitch von dem ja, Sebastian. Ich schenke dir die Freiheit und die Möglichkeit, einfach zu machen und zu tun, was du möchtest. Denn du kannst anderen Leuten einfach den Mund verbieten, ihn quasi schließen. Boah, wenn Leute okay. dir richtig auf die Zwiebel gehen, du einfach nichts von denen hören möchtest, aber ihnen gerne deine Story erzählen möchtest, weil du bist ja eine Diva. Du redest gerne, erzählst gerne über dich, aber möchtest eigentlich gar nichts von den anderen wissen. Dann gibst du ihnen einfach noch eine Mundhandschelle und dann ist einfach Schluss. Die hören dir zu, können keine Widerworte geben, müssen sich für dich interessieren und du hast deine Aufmerksamkeit, die du brauchst. Boah, das ist erstaunlich schwierig, mich zwischen diesen Sachen zu entscheiden, muss ich sagen. Die sind alle ziemlich stark. Boah, ich habe jetzt auch gedacht, erst dass das lame wird, aber das ist ganz schön geil. Ich muss ehrlich sagen, ich wüsste instant, was ich nehmen würde. Wenn also du es nicht nehme ich es.
Also ich würde, als Peter würde ich wahrscheinlich das Alkohol-Bracelet nehmen, aber ich bin eine Diva, ja? Und ich als Diva möchte eigentlich nicht vom Pleb angesprochen werden. Deswegen finde ich eine Mundhandschelle eigentlich geiler. Ah, deswegen nehme ich die Mundhandschelle. Dann nehme ich das Alkoholarmband, kein Problem, ja? Vielleicht finde ich aber beim nächsten Tag mal ein Produkt, was dir gefällt. Du hättest bei Bravo einfach auf die Casting-Couch gehen können, ey. Das heißt, das Ding kriegt jetzt Sebastian, um ihn daran zu erinnern, dass du einmal schon positiv überzeugt hast. Machen wir so einen Ablagestapel hier. Ja, ja. Und, jetzt ziehen wir nach, dran, wa? Ziehen zwei neue, ne? Also jeder zieht zwei neue, der jetzt gerade zwei benutzt hat. Ich ziehe natürlich keine zwei neuen. So. In der Reihe um? Oder wie machen wir das? Also ja, machen. Wir hätten ja machen können, wir quasi da... Was dann ist das gut bei 10 Runden, weil dann jeder zweimal dran ist. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Okay, entweder bin ich Mortician, also wie heißt das auf Deutsch? Das ist auf Deutsch. Bestatter? Ja, Bestatter ist gut, oder? Ja, ist das nicht so ein Leichen? Ist ein Leichenbestatter. Bestatter? Okay. Ja. Nee, ist nicht Bestatter, ist ein Leichenbestatter. Ja, nee, bei Bestatter. Oder ein Sorority Girl. Was ist das denn? Sorority? Ja, das sind quasi das kenn ich tatsächlich nicht. Diese Schulmädels, die dann halt auch immer für ihre Mannschaft sind und sowas. Ja, also Bruderschaften hier, Schwesterschaften. Ja, genau, so Beta. Genau, Alpha Beta Gamma Girls. Sorority heißt eigentlich, ich habe gerade mal geholt, Studentin, also es ist eine Studentinvereinigung. Ja, okay. Okay, was bist du denn? Ja, ich finde den Mortician eigentlich schon besser. Okay, pass auf, da habe ich das Perfekte für dich. Alter Schwede, tatsächlich. Okay, geht direkt los. Pass auf, was ich nämlich für dich habe, ist die Disease Clock. Also im Endeffekt eine Uhr, die dir immer sagt, wenn jetzt hier irgend so eine große Schwemme an Krankheiten ansteht, ja, damit du dich vorbereiten kannst auf die vielen Leichen, die mehr kommen und entsprechend deine Produktion ankurbeln kannst. Wenn du eine Uhr hast, die dir immer sagt, wann es mehr Leichen geben wird, macht es dir deinen Job leichter. Das ist gut, weil eigentlich, ich meine, gestorben wird ja immer, aber... Das geht manchmal in so Schüben, weißt du? Ich meine, ich kann mich da an so ein Produkt erinnern, das war so ein Bomben-TV, weißt du? Wenn sowas halt wieder rauskommt, weißt du, dann hast du direkt wieder so ein Hoch, weißt du? Da geht der Graf direkt wieder nach oben. Das würde mir deine Uhr jetzt tatsächlich nicht sagen, Bomben, aber. Nee, aber die würde ja sagen, hör mal, plötzlich gibt es hier irgendwie so Krankheit X, die. Oder irgendwie Pest ausbricht. Oder sowas, ja? Ja, ja, und plötzlich gibt es 3 Millionen Tode und. Ich würde natürlich auch keinen Bescheid sagen, ich will ja Geld verdienen. Ja, natürlich. Also, man muss da ja immer auch ein bisschen an sich denken, ne? Man ist ja nicht heilig. Das stimmt. Vor allen Dingen nicht als Bestatter. Das hört sich schon mal gut an. Ja, dankeschön. Boah. Ja, pass mal auf. Scheint nur der einzige Geruch zu sein. Nee. Christian, ne? Oh Gott, schau. Okay. Pass auf, Christian, ja? So eine Glocke, die siehst, ist ja schön und gut, ja, aber du bist ja eh schon unfassbar erfolgreich, ja? Und statt dir noch mehr Kunden zu geben, die du eh alle nicht mehr arbeiten kannst, weil du einfach schon zu gewaltig bist mit deinem Business, brauchst du lieber etwas, was deinen Arbeitsalltag erleichtert, ja? Und zwar, indem du quasi eine extra Hand hast, ja? Eine geschmeidige Showerhand kannst du an deine rechte Hand einfach so dran klicken, ja? Und dann kannst du die Leichen einfach abduschen, ja? Weil wie unfassbar awesome ist es bitte, ja? Bei dem Reinigungsprozess und Aufbahrungsprozess, ja? Die müssen ja gewaschen werden und so, das weiß ja jeder, da musst du die ja hübsch machen. Und da hat man manchmal ja eine Hand zu wenig, ja? Deswegen kauf dir doch einfach eine extra Hand, die Wasser spritzt, um die abzuduschen. Ich könnte mir nichts vorstellen, was deinen Arbeitsalltag leichter macht. Nee, da fällt mir einfach nichts ein, ja? Deswegen, an dein rechtes Handgelenk kommt eine extra Hand mit einer Dusche dran, ja? Und dann, zack, wird die Leiche abgespritzt. Du hast ohne Probleme. Mit deinen Händen kannst du dir dann die Haare machen oder so, ja? Was man so als Bestatter halt tut. Kann ich dir nur empfehlen. Wirklich. Jetzt auch im Sonderangebot. Ja, ja. Vielleicht überzeugt das 33% Rabatt. Vor allen Dingen könnte ich dann, ich hätte dann eine Hand mehr, womit ich die Leichen anfassen. Das ist eigentlich gar nicht. Genau. Einmal mehr Gefühle. Oh Mann. Hast du was, Sam? Nee, ich okay, bin ich hab was, Pitch. Ja. Ich gebe dir die nötigen Materialien, um einer zweiten Tätigkeit nachzukommen, die dich ganz weit nach vorne bringt, ja. Und zwar, weil du an der Quelle sitzt. Ich gebe dir die nötigen Sachen für Nose Art, ja. Du hast die eh schon da, die sind eh schon tot. Aber wenn du die Nasen nehmen würdest mit meinem Material, könntest du auf der NoseCon einige interessante Preise abräumen, indem du halt unterschiedliche Kunstwerke mit diesen Nasen, ja, vorbereiten kannst. Und alle fragen sich immer, wo
hast du so viele Nasen her? Und das musst du in der Hinsicht gar nicht preisgeben, aber du bist auf jeden Fall einzigartig auf dem Markt. Das heißt, ich wäre Mortician / Nose Artist. Ja, allein der Titel, ja, wie der sich machen würde. Okay, okay. Oh, sind Sie nicht der berühmte Nose Artist? Aber mal ganz ehrlich, praktisch gesehen, ich meine, jeder Chirurg würde natürlich mich konsultieren, ob er mir Schlange steht. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Boah, ich bin... Das ist der letzte Scheiß, aber das ist total gut eigentlich. Sowohl die Showerhand hat ihre Vor- und Nachteile. Also ich komme noch, aber wir kriegen doch noch eins. Wir haben noch ein letztes. Ich habe eine Kinderleiter für dich, Christian. Du What bist halt sehr klein gewachsen. Du bist halt was? Groß geworden, leider. Und damit was du ist aus, das denn für ein Verkaufsgespräch? Damit du aus den ja, man sieht dir das doch an. Schau dich doch mal an. Du eigentlich musst auch ehrlich zu dir selber sein. Als Kleinwüchsiger muss man einfach sich selbst auch reflektieren und annehmen und Hilfe auch von anderen annehmen. Und wenn da Kinderleiter, kommt man halt auch wieder mal aus dem Loch raus, in das man reingefallen ist. Oder auch, wenn mal ein Sarg etwas größer ist, dann kommt man halt oben an den Tisch auch ran, wo der draufsteht, um seine Arbeit da dran zu verrichten. Das ist ja auch manchmal echt schwierig. Aber eine Kinderleiter ist sowohl sehr transportabel, praktisch, aber fällt auch nicht so auf. Ja, die Kinderleiter ist transportabel, die ist ja nicht so groß, ne? Ja. So, nein. Also, ich fühle mich gerade ein bisschen beleidigt. Ja, aber du musst halt auch zu dir selber stehen. Also, ich sehe ja. Ja, aber den Sarg, weißt du, den fertige ich ja selber. Also, der ist ja gar nicht so weit weg, weil den zimmer ich mir ja selber zusammen. Aber da dran zu kommen, ist manchmal schwierig. Geil. Boah, das ist echt ein Problem, weil, Alter, also ich meine, so der Erklärung nach, ne, so eine dritte Hand wäre eigentlich ganz geil, aber nur irgendwie so eine Anzeige, wann endlich mal wieder richtig was reinkommt, wäre auch nicht schlecht, aber. Kinder. Ich finde eigentlich. Aber das kannst du alles nicht gebrauchen, weil du kommst irgendwo dran, weil du keine Leiter hast, ey. Ist doch nicht auf der Hand. Nee, ich glaube, das tatsächlich, liegt auf der Hand, ja? Ich glaube tatsächlich, ja, tatsächlich, ich glaube tatsächlich die Showerhand macht es, weil... What? Die Glock. Also ich habe mich entschieden zwischen der Glock und der Showerhand, aber ich meine, gestorben wird immer, weißt du? Und genau. Wenn ich so eine dritte Hand habe, weißt du, wo ich damit waschen kann, dann wäre schon... Du hättest berühmt werden können, Christian. Dann Bester. Ja, aber das will ich ja, als Leichenbestatter gar nicht. Du wärst reich. Aber nächstes Mal, wenn du in ein Loch fällst, kommst du halt nicht mehr raus, dann bleibst du halt drin liegen. Ja. Dann verkaufe ich das jetzt wieder anders. Couch Potato. Oh, ja, ich bin Priester. Ich bin Priester. Du bist ein Priester. Okay, pass auf, Bram, ich habe es für dich. Okay. Kein Problem. Alles klar. Da habe ich gerade das Perfekte gezogen, was es gibt. Hier, weißt du, siehst ja auch, dass es einfach immer weniger wird mit dem Glauben. Ja, die Leute gehen einfach weg von der Kirche und das ist so ein leichtes Problem, weil die Leute einfach ungläubig werden. Das liegt nicht daran, dass die Kirche irgendwie veraltet oder kacke wäre oder so, um Gottes Willen. Das ist eigentlich das größte Geschenk, das Gott uns jemals gegeben hat. Ja, oder? Den Glauben. Sag ich auch immer. Ja, genau. Und deswegen wird es Zeit, auch mal wieder die Leute zum Glauben zurückzuholen und die Leute, die glauben, zu dir zurückzuholen. Und deswegen verkaufe ich dir den Glaubensmagneten. Ja? Boah, du kannst all das Glauben, was es gibt, kannst du einfach an dich heranziehen, an deine Kirche binden und auch die ganzen Leute wieder damit gläubig machen und endlich wieder den Aufschwung der Kirche heraufbeschwören. Also auch konvertieren und so ist easy. Ja, natürlich, gar kein Problem damit, weißt du? Du kannst die ganzen ungläubigen Atheisten und auch so die ganzen, weißt du, Muslime und Buddhisten und sowas, weißt du, die kannst du alle schön zum richtigen, einzigen Glauben holen mit dem Glaubensmageten. Peter Garantie. Hallo. Das ist schon sehr überzeugend. Die Kirche ist ja hochverschuldet, ne? Also, was heißt nicht hochverschuldet, aber die Kirche, ein bisschen mehr könnte immer sein, ne? So, pass könnte, auf. Ja. Deswegen habe ich genau das richtige Produkt für dich, und zwar Unterwäsche. Die Schulz-Unterwäsche, ja? Das heißt, die Unterwäsche, die kannst du schon mal verkaufen zu einem
Preis, den du dir ausdenken kannst. So, nimm 19,99, 29,99, kein Problem. Wenn irgendwer mal wieder zu dir kommt und seine Sünden beichtet, ja, dann sagst du einfach nicht, ja, bete drei Vater unser, ja, ich meine, wo klingelt da die Kasse? So, du sagst ihm einfach, okay, kauf einfach dreimal die Schulzunterwäsche. Das ist also so wie so ein Ablass, wie an die Schulz denken. Da muss ich auch gerade denken. Kauf einfach die Schulzunterwäsche. Weißt du, du sagst dem einfach, kein Problem. Weißt du, mindestens, du kannst, vor allem, du kannst ja variieren, du kannst sagen, ja, okay, du hast irgendwie jemanden umgebracht, so, dann ist das Maß halt nicht irgendwie 50 Vater unser oder so, sondern du sagst dem, okay, du kaufst zwischen 25 und 50 Unterwäschenteile. Da hat er auch direkt was er in den Knast mitnehmen kann. Das kann eigentlich jeder gebrauchen, weißt du. Das ist eigentlich noch menschlich. Das geben. Und du nimmst auch noch Kohle dabei ein und das ist das, was die Kirche momentan ganz dringend in diesen Zeiten, in diesen ungläubigen Zeiten braucht. Das sehe ich auch, ja. Das ja, ist schon seit Jahrtausenden so gewesen. Das finde ich nicht schlecht, auf jeden Fall. Da möchte ich mich kurz einhaken, ja, weil da ungläubige Zeiten und auch diesen Glaubensmagnet. Ich dachte schon, da fühlst du dich beleidigt, ja, weil er gesagt hat, Leute, die du vielleicht verloren hast, die kommen wieder zurück. Das ist Quatsch, ja. Du brauchst eine Schattenbürste. Das klingt jetzt auf den ersten Moment. Das klingt auf den ersten Moment ziemlich. Ja, aber du musst auch zuhören. Ja, du kannst damit sämtliche negativen Einstellungen und Gedanken von Menschen wegbürsten. Bedeutet, ja, wenn die bei dir in der Kirche sind und die haben irgendwie was zu beichten oder so, dann bürstest du die oder lässt die bürsten, ja, und schon sind die alle wieder voll auf deiner Seite. Ja, ungläubige Zeiten gibt es nichts mehr. Ja, da ist nichts mehr ungläubig. Du brauchst auch nicht die Leute anziehen, weil die alle schon da sind. Ja, es gibt keinen Grund, einen Magneten zu kaufen. Ja, du brauchst die Schattenbürste. Das ist es. Ich verstehe das Konzept dahinter, ja. Damit kann man endlich mal diese Heiden alle noch besser wieder an die Kirche binden. Ja, aber. Oh, jetzt, ja. Da musst du aktiv werden, aber du bist ja, du hast eigentlich keinen Bock auf die Leute. Du bekommst einfach eine Mütze, die dich alarmiert. Alarmiert vor all diesen Dingen, auf die du keinen Bock hast. Also nervige Kinder, die nur rumschreien. Naturkatastrophen, die von Gott auf die ganzen Heiden geschickt wurden. Irgendwelche Sachen, die dich vielleicht auch treffen sollen, weil, keine Ahnung, hallo? Menschen dir was Böses wollen, auch Atheisten laufen da draußen frei rum und das wollen dich korrekt dann halt an die immer, Wäsche. Immer die Leute beleidigen. Und all diese bösen Menschen und auch diese bösen Sachen in dieser Welt, davor musst du halt gewarnt sein. Und damit du als Priester weiterhin deinen Glauben verbreiten kannst und lange, lange in Gottes Auftrag unterwegs sein kannst, brauchst du einfach den Alarmhut, der dir einfach mal sagt, wo Probleme entstehen und der auch noch stylisch aussieht. Ich muss sagen, das sind schon überzeugende Produkte, die ich hier bekommen habe. Also ich tendiere ja gerade irgendwie so ein bisschen zwischen der Schattenbürste und dem Faith Magnet, ja. Werde aber wohl den Faith Magnet nehmen. Yes! Aus dem Grund einfach, dass die Schattenbürste, glaube ich, das praktische Item wäre, aber die Leute, die in der Kirche sind, sind ja schon gläubig. Ja, das, genau. Ich muss ja neue, das ist halt der Punkt. Ja, aber guck mal, du bräuchtest auch keinen Alarmhut, ja, weil es keinen Alarm mehr gibt mit der Schattenbürste. Das war auf jeden Fall eine Burn-Runde mal wieder, ey. Ich hätte diese Kinder behalten müssen, Mann, ey. Oh, wenn ich Kinder gehabt hätte, ich hätte gewonnen. Ich brauche auch hier wieder gute Sachen, ey. Ja. Okay. Warte, Burn-Runde. Aber jetzt ist ja sowieso. So, dann darfst du. Jetzt dürft ihr mir was verkaufen, und zwar, ich bin entweder ein Teenager oder ein Nerd. Nerd ist irgendwie zu nah dran, oder? Ach komm, wir sind Teenager. Ich, lass mich jetzt mal 10, 20 Jahre zurückfallen. Hm. Und ihr dürft mir was verkaufen. Kann man noch nur eine Karte nehmen? Wer möchte starten? Oh, gute Frage, ey. Boah, ich hab was. Pass auf. Christian. Du brauchst als Teenager, ja, du brauchst eine Krawatte. Erstens sieht die gut aus, ja, dann siehst du schon mal besser aus als ein anderer. Aber die hat auch noch eine spezielle Eigenschaft. Die macht nämlich alle deine Fehler wieder. Alle deine Fehler richtet die wieder. Lol. Alles, was du falsch machst, brauchst nur diese Krawatte anziehen, dreimal dran ziehen, ja, und dann ist alles wieder richtig. Das ist quasi wie hier täglich grüßt das Murmeltier. Du wirst einfach morgens wieder wach und denkst dir, Mensch,
Hätte ich das mal nicht so gemacht, zieh's einfach dreimal in der Krawatte und kannst das nochmal machen. Das ganz heißt, wenn easy. Ich in der Klausur in meiner Schule ja. irgendwie eine Arbeit Fehler mache oder, keine Ahnung, das ja. Mädchen küsse und die mich danach ja. haut. Genau. Und dann bist du bloßgestellt, alle lachen über dich, du denkst dir, scheiße, jetzt muss ich mich umbringen, weil die ganze Schule, weißt du, lacht über mich. Drauf geschissen. Dreimal in der Krawatte ziehen und du wirst morgens wieder wach und denkst dir, die küsse ich nicht, sondern der spuck ich ins Gesicht. Weißt du, das ist ganz einfach. Und plötzlich haben ich alle schon Leute, die Hände. Alle respektieren dich. Ach, ich meine, überleg mal, wenn du Lotto spielst na, oder so, nee. Weißt du, oh shit, die falschen Zahlen getippt. Ja, kein Problem, dreimal eine Krawatte ziehen, der Tag fängt wieder neu an, los geht's. Ja, kein Problem. Du bist der reichste Mensch der Welt. Und ich verkaufe dir das Ding für nur 19,99. Okay, nee, dann pass muss ich auf. Mal gucken, ob ich ja. so viel hab. Und Danu? Lass dir dein jugendliches Leben nicht versauen. Die lachen auch wegen der Krawatte und dann bist du nur noch am Ziehen. Ja? Du brauchst das andere immer gut aus. Schatten, du brauchst jetzt, eindeutig die Freiheitspfeife. Ja? Denn das ist. Erstmal sieht es nicht so bescheuert aus, wenn du damit rumläufst. Ja? Und zweitens, kannst du als Teenager willst du doch alles machen, was du willst. Du willst keine Regeln haben, ja? Du willst frei sein. Ne? Und egal, was du tust und wenn irgendwie was passiert oder du bekommst Ärger, dann pfeifst du einmal und dann ist alles, dann darfst du einfach gehen. Ja? Genauso wie wenn du ins Gefängnis kommen würdest, dann sagst du, nein, ist nicht, pfeifst einmal und gut ist. Ja? Das ist wie die Monopoly-Karte so ein bisschen. Du kannst machen, was du möchtest und sobald es Ärger gibt, einmal reinpfeifen, alles ist wunderbar. Und da brauchst außer du auch nicht Rest an so einer ist dann Karte. Auch weg, ne? Hausarrest, kannst du wegpfeifen. Alles wegpfeifen, was du willst. Das ist auch schon solange du noch pfeifen kannst, wenn doch nicht geschossen würde. Okay, Sepp, pass geil. Auf, ja, du bist Teenager, ja. Du bist jung, du hast jetzt nicht unbedingt die meiste Kohle der Welt, aber du entdeckst gerade deine Sexualität. Ja, und die beiden ja, Sachen stimmt. in das Verbindung stimmt. zu bringen, ist halt, du musst halt immer über die neuesten Sachen geupdatet sein. Deswegen biete ich dir die Gummi-News. Ja, also einerseits wirst du halt immer informiert über die besten Angebote im Kondombereich, ja, egal wo das ist, und gleichzeitig auch noch über die besten Angebote im Kaugummi-Bereich, das heißt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du als junger Teenager, Freiheitspfeife hin oder her, so ein Quatsch braucht kein Mensch. Du brauchst die Infos, wo es die günstigen Gummis gibt, egal welche Gummis, scheißegal, du brauchst alle Gummis. Teenager brauchen alle Gummis, deswegen biete ich dir die Gummi-News. Okay, danke schön. Also, Peter, ne, Gummi-News, Schnummi-News, da sag ich ja immer, ne? Da braucht ja kein Mensch so einen Scheiß, ja? Ich meine, du bist Teenager, Sepp, ja? Und was wünscht sich der Teenager meist natürlich? Ein Bart, ja? Ein Bart ist schon mal was ganz oh. Wichtiges, ja? Damit du halt männlicher aussiehst. Und da kommt natürlich nicht so, ist natürlich ein spezieller Bart. Und zwar ist das ein Babybart, ja? Ich bin weg jetzt nicht, ja? Wenn sich jemand rasiert hat, dann sagt er jetzt immer, guck mal, der hat eine Haut wie ein Babypopo, ja? Und jetzt, ganz neu auf dem Markt, gibt's jetzt einen Bart wie ein Babypopo, ja? Also den glattesten, weichesten, flauschigsten Bart, den man haben könnte. Oh, ja? Das ist geil. Das nur für dich, du als Teenager, ja? Ich meine, das musst du überlegen. Ja, stell dir mal vor, wie deine ganzen Klassenkameraden und so da sitzen, ja? Alle haarlose Sackfressen, ja? Und du hast diesen unfassbar schönen Bart einfach nur, ja? Deswegen kann ich dir nur sagen, ja, scheiß auf deine Freiheitspfeife. Wer so charismatisch aussieht mit dem Babybart, ja, der kommt dir eh nicht in den Knast. Ja, der hat die Leute alle direkt in der Tasche und der macht auch keine Fehler. Das ist das einzige Accessoire, was du brauchst. Okay, danke schön. Danke schön. Also ich struggle sehr stark zwischen der Pfeife und der Krawatte. Hey, hey, hey. Ich mag kein Kaugummi, sorry, reden. Peter. Du musst sie mit meiner raus. Pfeife auch nicht kaufen, ja? Weil du sie klauen kannst und danach pfeifen kannst. Boah, das ist. Ich glaube, also beide Sachen haben so ähnliche. Also ich darf damit alles und ich kann damit alles und es warmt mich und ich bin ab meine die Freiheit als halt Teenager. Aus, genau, ich nehme die Krawatte. Die Krawatte, die Boah. Sieht auch noch schick aus. So eine Pfeife. Das ist eine Fehlinvestition. Pfeife sagt das schon. Ja. Da krieg ich Christian im Bart. Zieh mal an der Krawatte, wenn du im Knast bist. Pfeif mal, wenn auf dich geballert wird, ey. Okay, Dalu ist dran. Lol. Ah, so. Okay, wir sind auf jeden Fall erstmal entweder ein Grabräuber oder Santa. Und ich bin Santa Claus. Oh, Santa Snake. Santa? Was könnte der Weihnachtsmann denn brauchen? Ja, ey, das ist jetzt wichtig. Dalu. Dalu, ja? Du brauchst den Gerüchtekrieg, ne? Seit, pass auf, seit hunderten ja. Jahren, ja,
machst du deinen Job jedes Jahr, ja, und die kleinen Kinder akzeptieren das bis heute und finden das super kommst, ja, aber was ist mit den ganzen Alten, die sagen, nee, Weihnachtsmann gibt's gar nicht, ja? Das ist schon und frech. Diesen Gerüchten musst du einfach den Krieg erklären, ja? Und das kannst du mit meinem Gerüchtekrieg machen. Du nimmst das Ding und stopfst es den Eltern einfach in die Fresse, damit die auch wissen, ne? Ich was bin der einzig wahre Ding? Center. Das ist ein Gerät, ja, das schiebst du anderen Leuten ins Maul und halt in die Klappe. Das ist halt gegen Gerüchte, das erklärt halt Gerüchten den Krieg, ja? Nicht Gerüchen, ne? Da habe ich leider, habe ich auch noch was, wenn du möchtest, aber Gerüchten, ja, dass es dich halt zum Beispiel nicht gibt. Und das macht deinen Job einfach schwerer. Und ich möchte halt, dass du den Tag, den du halt hast, deinen schwierigsten Arbeitstag im Jahr, dass du dann wenigstens von allen geäußert wirst, so wie das sein sollte. Ich meine, du bist halt Santa Claus, ja? Jedes Kind liebt dich. Und ich finde das eine Schweinerei, dass Eltern dann da irgendwie sagen, ja, ich habe die Geschenke dabei nachgelegt. Die Eltern, die stören mich auch schon seit Jahren. Ja, aber deswegen, du willst doch gar nicht, dass immer alle Leute dich kennen, weißt du? Die Frage ist, stell dir mal die Frage, wo wohnst du gerade, ja? Das ist doch scheiße. Wo wohnt der Weihnachtsmann am Nordpol? Das ist doch kacke. Weißt du, wer wohnt denn gerne da, wo minus 20 Grad ist? Ja, ich brauch kein Impressum. Ja, eben. Weißt du, du brauchst einfach eine günstige, neue, mörderkrasse Insel. Da ist immer schön warm, weißt du, kein Problem. Teuer ist die nicht, ist gerade eine Zwangsversteigerung, weißt du, irgendwie Knecht Ruprecht hat wohl doch keinen Bock gehabt. Und da, weißt du, wer wohnt hier schon gerne am Nordpol? Das ist viel zu kalt und, weißt du, dann frieren deine Rentiere laufend ein, dann musst du auch laufend kratzen, wenn du wieder rausgehst. Das ist doch scheiße, weißt du. Ist das eine mördergeile Insel oder eine Insel voller Mörder? Das ist eine mördergeile Insel. Nee, das ist eine mördergeile Insel. Und wo liegt die? Die brauchst du einfach. Da, wo du willst. Ach, da, wo ich will. No, ja, Alter, die pack ich mir. Quasi überall verfügbar sein. Oh Mann. Aber da werden die Heizkosten geringer. Ja, da müssen wir echt überlegen, wenn das, ja. Was haben wir noch? Ich habe die Danger Glasses. Die sind klingt super praktisch. Gefährlich. Die sehen super stylisch aus. Du ziehst dir die einfach auf und dann siehst du einfach alles, was dich töten möchte. Weil wenn du in so ein Haus reinkommst, was voller Spielzeug ist, da liegt Scheiße rum, da sind gefährliche Gegenstände, Tiere, Hunde oder sowas, das erkennst du einfach alles. Das ist quasi, ja, du kannst durch Wände gucken, du kannst alles sehen, alles wird gehighlightet, wo du dir wehtun kannst, was dir halt Schaden zufügen kann. Und es wird dir quasi auch über Google Maps quasi auch angezeigt, wo der Weg denn zum Weihnachtsbaum ist, damit du dich auch nicht verirrst in diesem. Kein Internet am Nordpol. Nein, unterwegs. Das machst du ja, wenn du die Kinder quasi glücklich machst. Also wenn du bei denen ins Haus reingehst, machst du die einfach an, du siehst alles. Alarmanlage, auch kein Problem mehr. Du siehst einfach den Code von dieser Alarmanlage, die dich vielleicht verraten würde und deine Tarnung auffliegen lassen würde. Könntest du einfach deaktivieren und du wärst einfach sicher und ruhig bei der Arbeit und hättest einfach keinen Stress mehr. Pass auf, Dado, ich sag dir, was du tatsächlich brauchst. Das ist alles bisher ziemlich nice to have, ja. Aber das ist jetzt nicht so, als wenn du dich dauernd irgendwo verletzen würdest oder so ein Scheiß. Und eigentlich bist du ja auch ganz zufrieden da, wo du wohnst, meine ich, ja. Also eigentlich hast du ja vor allen Dingen einen ziemlich anstrengenden Job. Und den möchte ich dir ein bisschen leichter machen. Ja, ich arbeite einmal im Jahr, das ist scheiße. Mann. Ja, aber dann immer viel. Und vor allen Dingen das, was du tust, ist stressig. Weil du musst bei jedem durch den scheiß Schornstein klettern. Und das stört einfach, weil das ist auch noch dreckig. Und dann musst du immer erst auf dem Dach klettern und so. Das zack. Deswegen biete ich dir das Schlösserschwert. Das hat sehr gut funktioniert. Das Schlösserschwert. Sorgt nämlich, also du brauchst nicht einfach ein Schlossöffner, das wäre ja ziemlich öde. Du brauchst das Schlösserschwert, denn du willst ja auch noch stilsicher in die Häuser eindringen. Ja, nicht mehr über den Kamin, weil das nervt, sondern einfach mit dem Schwert die Schlösser abschlagen, durch die Haustür gehen und deine Geschenke verteilen. Job einfacher gemacht. Ich kann mir das noch vorstellen, kommt Santa angerammt mit dem Schwert in der Hand, läuft auf dein Haus zu. Ja, leider macht das Schlösserschwert meine Arbeit noch anstrengender, denn es gibt einen großen prozentualen Anteil, das kannst du natürlich nicht wissen, ja. In die Häuser, die komme ich gar nicht rein, weil die keinen Schornstein haben. Und alle denken immer, das ist schade. Eigentlich ist das ziemlich geil, weil dann weiß ich, da muss ich nicht rein. Mit dem Schlösserschwert, und wenn ich das rumsprechen würde und jeder weiß, dass ich das hätte, dann würden alle ein Geschenk gerne haben. Also das macht meinen Job schon mal ein bisschen schwieriger. Ja? Oh Mann.
Mann, ey. Ja. Faules Stück, Santa. Danger Glasses, ja, die brauche ich auch nicht. Ich mache meinen Job jetzt schon seit hunderten, tausenden Jahren, ja. Ich habe die ganzen Geschenke selber gebaut, daran kann ich mich nicht verletzen. Aber nette Idee, könntest du Batman fragen, der hat ja keine Superkräfte. So, was haben wir denn noch? Ja, ich nehme eindeutig, ich möchte mir eine neue Insel neben mein Haus am Nordpol stellen. Ich brauche eine Mörder-Art. Ich brauche eine mördermäßig geile Insel, damit ich im Urlaub nicht so weit wegfliegen muss. Selbstverständlich. Fuck, Alter. Holy shit, ey. Oh, Mann. Okay, dann ziehe ich jetzt mal wieder hier, wa? Boah, bitte gib mir mal andere Karten. Ja, manchmal okay. Ist das echt schwierig. Also ich hätte für meinen Begräber hier, ich habe alles nur mit Tod, weißt du, und Mörder und... Okay, ich bin entweder eine Geisel oder ein heimlicher Verehrer. Oh Gott. Boah, das klingt beides geil. Ich bin der heimliche Verehrer. Nein! Peter dann, ne? Ja, Bram, was geht ab? Boah, Alter, ohne Spaß. Du kennst das ja, ja? Valentinstag war ja gerade erst, ja? Ja. Und du hast deiner Liebsten ja auch bestimmt was geschenkt. Ja, das war bestimmt auch gar nicht schlecht, ja? Aber, weiß nicht, bist du zum Stich gekommen an dem Abend? Ja, sicher. Ja, guck mal, das ist ja schon mal nicht schlecht, ja? Für den Anfang, ja? Aber wie kannst du ihr die Liebe wirklich, wirklich zeigen, ja? Schenk ihr doch einfach dein Herz, ja? Wirklich, und zwar, damit meine ich direkt, und zwar in der Tasse. Da hast du ein Behältnis dabei, womit sie es rumtragen kann, weil es ja doch ein bisschen matschig und blutig, ne? Man muss es halt nicht mit den Händen anhalten. Aber was kann es Persönlicheres und Liebevolleres geben, als ein heimlicher Verehrer seiner Geliebten sein Herz wirklich aus der Brust zu nehmen und es einfach in die Hand zu drücken und sagen, hier, meine Liebe, das ist für dich. Ne? Ich würde sagen, der Rest erklärt sich auch einfach von selbst. Meine Konkurrenz kann jetzt schon einpacken, weil das brauchst du einfach. Ne? Du musst dein Herz anderen Leuten geben, damit die wissen, dass du sie liebst. So. Okay, ne, gut. Komm, Leute, wer kann mir noch helfen hier? Dabei relativ simpel, kann er, ja, aber ja, ich wollte ja die Runde noch. Myra, und willst auch Secret bleiben, oder? Nein, ich will nicht Secret bleiben, ich will sie natürlich für mich gewinnen. Also, Valentinstag bin ich zwar zum Stich gekommen, aber halt nur mit der Fremden, leider. Und ich würde natürlich gerne mal mit der Frau meiner Träume, ne, was starten. Und da brauche ich eure Hilfe. Okay, also, du brauchst Hilfe, um da hinzukommen, ja? Möchtest du, Dalu? Nee, ich hatte was Besseres schon. Okay, dann komme ich einfach mal mit dem Night Candy. Oh, das ist okay. Eine Süßigkeit für deine, ja, Angetraute, die aber noch nichts von dir weiß, aber mit der du gerne eine Nacht verbringen möchtest, der du ein wenig nachstellst, aber die nicht weiß, dass du da bist. Ja, was mache ich denn mit dem Candy? Das Night Candy verschafft dir eine Nacht mit ihr, um sie davon zu überzeugen, dass du der richtige Stecher bist. Sie wird sich, naja, wenn du ihr das vor die Tür legst, natürlich nachts, weil das ist die Grundvoraussetzung beim Night Candy, wird sie sich fragen, wo kommt das denn her? Und dann steht dein Name dort drin mit deiner Telefonnummer. Und sie wird sich fragen, hä, was soll ich damit von irgendeinem komischen Typen? Aber die Süßigkeit esse ich trotzdem. Aber nachdem sie diese Süßigkeit gegessen hat, wird sie sich fragen, ganz schön geil. Ich hol die Nummer wieder raus, ich hol die Adresse wieder raus, ich kontaktiere ihn und möchte eine Nacht mit ihm verbringen. Sie wird dir verfallen für mindestens eine Nacht. Das ist garantiert. Und danach liegt es in deiner Hand. Das klingt ein bisschen rapey, aber gut. Ja, Peter, pass auf, wir kennen das doch alle. Weißt du, du bist so ein Secret Mario, weißt du, niemand weiß, von wem kommt das eigentlich. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo du dir irgendwie mal deine Eier in der Hose ordnen musst. Und dann musst du da hingehen und sagen, hör mal, war von mir. Und dann, das ist der Moment, wo die meisten Leute kriegen dann Muffensausen. Und deswegen, da biete ich dir, und zwar, den Ice Suit. Ja? Sieht er gut aus. Zweitens hilft er dir dabei, immer cool zu bleiben. Bei allem, was du tust. Ja? Also du kriegst, weißt du, so dieses, oh, rotes Gesicht. Scheiße, findet ihr mich jetzt gut oder nicht? Und was würde ihr als nächstes sagen? Nee, du bist immer die coole Sau, die als nächstes sofort weiß, was zu tun ist. Und der sieht auch noch gut aus, ist günstig, weißt du, alles andere bringst du doch selber schon mit, weißt du? Und deswegen brauchst du den Eishut, mein Freund. Ist der auch untenrum kalt? Das könnte ein Problem werden. Ja. Wieso ist das ein Problem? Hallo, da muss doch, das muss doch immer gut gekühlt sein, Peter. Ach, ja. Kälte kann da zu ungewollten Reaktionen führen, sag ich jetzt mal. Schuppenhut braucht keiner. Das ist gleichzeitig auch noch wie so ein Kühlschrank für dein bestes Erbgut.
Okay. damit mein Schwert. Ja, okay, ich verstehe. Sperma muss immer gut gekühlt bleiben, ja, weißt du? Okay. Damit die Flitzeviecher auch die richtige Geschwindigkeit draufkriegen. Ja. Das ist wie beim Auto, nur umgekehrt, weißt du? Kaltstart ist gut dabei. Ja, du hast ja hier kein Problem, an die nette Dame ranzukommen. Ja, schau ich doch mal an. Bringst ein bisschen Schokolade mit, dann passt das schon. Ja? Was du brauchst. Was du mir damit sagen? Nein, keine K.O.-Tropfen. Normale Schokolade. Ja? Und wenn du dann da bist, dann brauchst du eigentlich nur eine Sache zeigen. Und das ist das berühmte Mondgummi. Ja? Höhepunkte. Die ganze Nacht. Nicht mal der Tesla hat diese Orte erreicht. Und das wird sie wissen. Ja? Wird nichts Besseres geben, sage ich dir. Davon gibt es auch momentan nur ein einziges auf der Welt und ich würde es dir verkaufen. Das ist aber auch natürlich ein sehr gutes Angebot. Boah, was könnte mir am ehesten helfen, an die Dame ranzukommen? Weil ich sehe schon das als größtes Problem, Dalu. Tut mir leid. Also bis ich erstmal überhaupt darüber nachdenke, ihr Höhepunkte in den Nächten zu bringen, da muss noch viel passieren. Und ich möchte dabei eigentlich nicht besonders rapey sein. Deswegen fällt leider auch Night Candy weg. Ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich für den Eisanzug. Der wird yes, so. Ja, da bleibe ich so schön cool und alles. Coole Sau, ja. Warum sollte ich da? War eine Fehlinvestition, mein lieber Freund. Gutes Ding. Du wirst niemals bei ihr landen. Sie wird niemals mit dir reden. Ding auf der Welt. Keiner will mit dir reden. So. Oh Gott. Das wird schwierig. Muss ich mir jetzt erst zwei Karten nehmen? Ja, kannst du auch gleich machen. Ist eigentlich egal. Das Tolle ist, ich muss euch jetzt sofort 2 Minuten zum Überlegen geben. Der Typ steht nämlich an der Türe nebenan. Also sag uns nur für Billionär oder das andere. Okay, ja genau. Was haben wir denn? Billionär oder Pirate? Oh Gott. Billionär ist natürlich übelst schwierig, weil ich bin Milliardär und hab schon alles. Aber trotzdem würde mich interessieren, was ich gleich als Pirate brauche. Okay, als Pirate. Okay, also ich bin Pirat. Oh, das war viel schneller, als ich dachte. Was brauche ich denn als Pirat? Bin ich eigentlich moderner? Ich bin moderner Pirat, glaube ich. Was heißt denn moderner Pirat? Ja, also, ich bin Pirat. Verkauf mir was. Okay. Ich hab gerade richtig hart irgendwelche Schiffe da gekapert. Ich hab Gold zum Ausgeben. Also, Christian. Yes? Weil du so viel Gold hast und weil du nur das Beste haben möchtest, bekommst du eine Rope Gun. Damit kannst du super easy noch viel mehr Schiffe entern. Du hast ein Schiff in 1 Kilometer Entfernung, deine Kanonen kommen lange nicht hin. Aber du hast die Rope Gun. Einfach draufschießen, dranziehen, entern und kentern. Ja, also das Gegnerschiff kentert dann natürlich. Und du schnappst dir das ganze Gold und hast einfach noch viel mehr Gold, um dir andere tolle Dinge zu kaufen. Aber als erstes musst du dir die Rope Gun kaufen. Also das ist so eine Kanone, die ich auf meinem Schiff dann hinstelle, weißt du, die feuert so ein Seil ab und dann huckt mich das an andere Schiffe. Klingt schon mal eigentlich ganz nice. Denn, dann können die zumindest nicht mehr fliehen. Das ist immer so ein großes Problem, weißt du? Gerade die Franzosen, weißt du, die fahren immer weg. Genau, und das ist kein Problem mehr danach. Das wäre die Anti-Franzosen-Kanone. Boah, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich mag das Produkt. Ist das sehr teuer? Nein, natürlich nicht. Weil das ist natürlich geil. Also ist das billig gefertigt? Nein, sonst wird das ja nicht funktionieren. Das muss ja auch funktionieren. Sie bekommen 100 Jahre Garantie. Auf das Seil. Boah, krass. So alt werde ich ja gar nicht. Das ist ja super. Auf das Seil. Aber dann, das Seil kann ich auch noch mehrmals verwenden. Ja, klar. Das ist ja das Tolle da dran. Das ist nicht nur einmal entern und dann schmentern. Nein. Aber können die das nicht einfach durchschneiden? Nee. Deshalb 100 Jahre Garantie auf das Seil. Das können die nicht einfach durchschneiden. Pass auf, Christian. Ich mach dir dein Leben mal wieder einfacher, ja? Oh Gott. Also Piratenleben ist ja ganz cool, alles auf der See und so weiter und so fort, aber alles überhaupt erstmal immer auf die Schiffe zu bringen und wieder runter davon, weißt du? Ah, ja. Die schweren Kanonen und das ganze Gold, das muss ja immer, das muss man sich mal vorstellen, muss ja auch immer über diesen Strand dann gezogen werden und so. Aber da kann ich dir vielleicht ein bisschen bei helfen, auch vor allen Dingen, wenn du deine Schätze dann verbuddeln willst irgendwo im Sand und so, muss ja auch alles erstmal bis da gebracht werden. Deswegen biete ich dir den Strandtruck. Mit dem kannst du immer ganz easy bis zu deinem Schiff fahren und ganz viele Kanonen mitnehmen. Ist gar kein Problem. Auch wieder dann wieder zurück oder Munition oder Bretter oder scheißegal. Du kannst einfach alles immer hin und her über den Strand. Der Strand, der Sand, der wird dich einfach nicht mehr aufhalten mit dem Strandtruck. Was ist denn ein Truck? Ein Truck ist ein LKW. Ah, okay.
War das ein LKW? Ah, Christian. Du bist ein moderner Pirat, hast du gesagt. Strandtruck klingt schon mal sehr gut. Also ich mag Trucks, ich mag Strand. Ich finde ein bisschen komisch, dass ich meine Schätze immer verbuddel, aber nur ja, das doch, aber so. Schleppen ist echt scheiße. Da macht sich nie jeder Gedanken drüber, weißt du? Es gibt immer so Geschichten und Filme, weißt du? Dann die Leute haben da immer Schiffe, damit segeln die weg und fertig ist das. Aber wie das alles da fertig gemacht wird, da macht sich nie jeder Gedanken drüber. Ja, genau, ich schon. Aber ich denke an sich. Ja. Statt deine Schätze zu vergraben, ja, gib doch das Geld einfach aus und zwar für deinen eigenen Ozean, ja? Ich meine, du bist ein Pirat, ja? Und der ist auch noch modisch schick, ne? Der sieht halt genauso aus, wie du es gerne hättest, ja? Hier Pazifik, Atlantik, Schmantik, weißt du, brauchst du alles für einen Sack, Junge. Was du brauchst, ist deinen eigenen geformten Ozean, ja? Wo du der King im Ring bist, ja? Jeder andere Lappenpirat, der da rein wird, den ballerst du mal eben weg, ja? Und gleichzeitig sieht das ganze Ding noch unfassbar gut aus, ja? Du guckst einfach in der Gegend rum und denkst dir so, Mann, ist das geil hier, ja? Und das kann alles dir gehören, wenn du dir jetzt den modischen Ozean kaufst, ne? Deswegen, da gibt es nichts anderes. Da willst du doch gar nicht mehr an den Strand, ne? Das war früher auch, ja? Wie lang ist der denn? Also meinst du, der Trend hält sich länger oder ist das so ein Modetick, der irgendwann wieder abflacht? Nee, also, der hat ja vier Saisons, weißt du? Aha! Ja. Das heißt, alle vier Monate ein neues Erlebnis. Richtig modisch, immer am Start. Immer, je nachdem, was im Mailand so passiert, erinnert sich halt der Ozean dann. Stagioni oder so. Ja, kann ich dir nur sagen. Christian, du hast doch schon Schiffe geentert. Ja, du hast doch schon. Ich hab du brauchst doch nicht so. Es ist ja nicht so, dass du jetzt mit Stützrädern hier fahren musst, mit so einer Rope Gun oder so. Du musst eine eigene Legende schreiben. Ja, du bist ja schon bekannt. Die Leute kennen dich ja schon. Du musst jetzt noch einen Schritt weiter gehen, um halt dich als gefährlichsten Piraten der Welt nennen. Ja, und dafür brauchst du geheime, fiese Mittel. Und da kann ich dir die Bakterienschüssel empfehlen. Die Bacteria Bowl, ja, alleine der Name klingt unglaublich gefährlich. Ja, manchmal sitzt man abends irgendwo in Singapur in einer Kneipe, man sieht andere Piraten und den anderen, die du ausstechen möchtest, wenn es da irgendwie den berühmten Blackbeard gibt, der nichts gegen Christian ist, dem bietest du einfach als Friedensgeschenk diese Bowl an, der nimmt die mit auf sein Schiff, die ganze Mannschaft isst davon, alle sterben weg, ja, ist richtig gefährlich. Und dann kannst du das Ganze einfach übernehmen. Und wenn sich das rumspricht, wird dir niemand mehr irgendwas tun. Dann brauchst du keinen Truck, um irgendwie Schätze zu verstecken. Die kannst du offen hinlegen, da wird keiner dran gehen. Ist das denn nicht ansteckend? Nein. Achso. Nein. Da bin ich mir noch nicht so voll überzeugt. Ich hab sie doch auch hier rausgetragen, ja? Also ich finde eigentlich am pragmatischsten, finde ich eigentlich, wäre die Rope Gun. Und die werde ich auch kaufen, weil mehr Schiffe entern wäre cool. Oh. Und das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also eine Rope Gun. Dein eigener Ozean ist dir gerade durch die Lappen gegangen. Ja, aber deine eigene Legende. Aber der Fashion-Ozean, Mann. Beim Fashion-Ozean müsste ich ja dann auch noch, erstens müsste ich den immer pflegen, zweitens, wenn einer drin rumschippert, muss ich da wieder Stress machen und muss darauf aufpassen, aber ich will doch selber durch die Gegend schippern. Hole, deine Legende. Oh Mann, ey. Wie viel Karten muss man da haben? Ich 6, Diktator oder Abschlussball-Date. Ich bin ein Diktator. Oh! Muss man 6 oder 8 Karten haben? 6. Okay. So, was macht mein Leben denn einfacher? Du bist Diktator? Ganz easy, Alter! Ganz easy! Was wollen Diktatoren oder was passiert mit vielen Diktatoren, Bram? Hä? Ja, die werden abgesetzt. Die werden nicht abgesetzt, sondern die werden erschossen. Die werden erschossen, gestürzt oder sonst was. Dafür gebe ich dir natürlich den Todesschild. Ganz einfach. So, ich meine, du bist Diktator, ja? Du bist der unumstößliche Herrscher deines Landes. Jeder hat dich zu respektieren. Und jeder, der das nicht tut und hier einen auf Che Guevara macht, ja, und meint, der müsste da mal ein paar Steinchen schmeißen, so, das interessiert dich einfach nicht. Vor dir steht einer, zückt eine Waffe, du kannst ihn einfach auslachen, weißt du? Das ist ein Todesschild. Kein Problem. Also egal, ob mit Bomben, Waffen, weißt du, du bist einfach geschützt dagegen. Das heißt, deine Herrschaft wird um ein Vielfaches verlängert. Ja, ich sehe das auch. Das ist geil. Das ist tatsächlich geil. Also Todesschild, das braucht jeder Diktator. Ich meine, was würde dein guter Kollege Kim Jong-un dafür geben, weißt du? Ja, wenn der so ein Ding hätte, bräuchte der keine Atomwaffen. Ja, eben.
Ja, ich seh die Vorteile. Also, ich verstehe gar nicht, was du. Das ist völliger Bullshit. Wenn du ein Diktator bist, dann herrschst du. Dann hast du und lebst du nicht in Angst. Nein, dann herrschst du. Dann leben alle anderen in Angst vor dir. Denn du hast das Bein des Zornes. Du kannst einfach Zorn und Schrecken in der ganzen Welt aus deinem Stuhl ganz bequem in deinem Office verbreiten. Mit einem Zuck von deinem Bein fällt in China nicht ein Sack Reis um. Nein, dann stürzt die Regierung dort ein. Erdbeben, Wirbelstürme, alles vom Feinsten kann dein Bein nach meiner Behandlung vollziehen. Das heißt, keiner wird dich mehr umbringen. Nee, du wirst einfach mit deinem Bein zucken und deine Mörder, die nur daran denken, dich umzubringen, werden in Ehrfurcht einfach sterben. Das ist ganz schön geil, wenn ich ehrlich bin. Nein. Daluma. Dann lebst du alleine auf der Welt, ja? Das ist ja auch Quatsch. Du musst fröhlicher leben, ja? Ein Diktator ist ja immer so, alle denken immer, oh, das ist was Schlechtes, negativ und so weiter. Das wäre aber nicht der Fall, wenn alle Menschen auf dieser Welt den Fangürtel tragen würden. Der Fangürtel, ja? Der ist auf deinen Namen registriert. Bedeutet, wer den Gürtel trägt, ist dein größter Fan. Du sagst 50% mehr Steuern und alle jubeln dir zu, ja? Passiert gar nichts. Nichts wird passieren. Ich werde dafür sorgen, dass jeder Mensch diesen Fangürtel anzieht und du bist der Einzige, der den Gürtel bei Leuten lösen könnte, aber ich sehe keinen Grund, warum man das machen sollte, ja? Jeder wird dich lieben, kein Geld für Propaganda, kein Geld für gar nichts, du kannst machen, was du willst, du bist der alleinige Herrscher, es wird nie was passieren, die Welt gehört dir mit dem Fangürtel. Boah, das ist ganz schön nass. Bram. Was du eigentlich brauchst, ist was sehr viele Funktionen hat, ja. Eines davon ist beispielsweise, dass du einfach nur gut aussiehst, ja. Und Leute dir allein schon deswegen zujubeln, weil du was Besonderes optisch an dir hast. Und deswegen biete ich dir die Regenbogenhaare. Weil mit den Regenbogenhaaren bist du nicht nur optisch top ausgestattet, sodass alle dich so oder so lieben, sondern die ganzen geldgierigen Typen gehen so weit wie möglich von dir weg, denn die suchen das Gold am Ende des Regenbogens. Und da die Regenbogen aus deinen Haaren kommen, gehen die ganz weit weg. Und das heißt, diese ganzen goldsüchtigen Typen, die hast du schon mal gar nicht mehr an der Backe und gleichzeitig bewundern dich alle für deine wunderschöne Optik. Deswegen schlag jetzt zu, denn die gibt's nicht häufig, die Regenbogenhaare. Das ist schon sehr überzeugend, aber ich bin ganz ehrlich, so ein Fangürtel, ne? Nicht schlecht, ne? Steuererhöhung und so, alle jubeln, ist schon ein Selling Point, den nehme ich. Jawoll! Ich werde dafür sorgen, dass ihn jeder trägt. Ich schicke euch den noch zu nachher. Ja, war gut, ey. Vielleicht schon nice. Der war gut. Kann mir auch mit Regenbogenhaaren, wäre so toll. Okay! Also, ich wäre theoretisch die Krankenschwester oder der Lehrer. Ich bin der Lehrer. Ich, Geil, Sepp, ganz einfach. Lehre Kindern was. Ja, Christian, was kannst ganz du mir denn? Ganz easy. Pass auf, du bist Lehrer, ja? Das heißt, du hast dich den ganzen Tag. Auf welcher Schule bist du? Also, hier bin ich auf der Gesamtschule. Gesamtschule ist ja noch schlimmer. Weißt du, die ganzen Kinder, ganz die haben alle keine Manieren. Weißt du, jeder, der da meint, irgendwie der beste Babo zu sein, den Lehrer zu verarschen, kein Problem. Du hast einen Tunnel, wo du die reinsteckst. Ja, und zwar, wenn nachgesessen wird, dann müssen die leider in den Tunnel rein. Und das ist kein ganz normaler Tunnel, das ist der Insektentunnel. Weißt du, da wird jede Dschungelprüfung, wird da blass vor Neid, ja, gegen. Du steckst die Kinder einfach in den Insektentunnel, dann gucken wir mal, wie lange die da drin bleiben, ja. Dann werden die auch zwar weiterhin ihre Schnauze aufreißen, aber bestimmt nicht mit irgendwelchen Chipfördern, sondern die werden um Hilfe rufen, weißt du. Und du hast das wie in so einem Glaskasten, du kannst einfach wie mit so einem Doppelspiegel, weißt du, du stehst einfach da draußen vor, kannst ein Buch lesen oder so, kannst dabei zugucken, keiner sieht dich. Und du steckst einfach in den Insektentunnel rein, der gerät in Panik, du kannst Videos machen, den auslachen, kein Problem. Du bist die größte Autoritätsperson an dieser Schule. Das finde ich schon mal ganz schön gut. Fällt mir. Aber ich weiß nicht, was mit den Eltern? Die hilft dir in den Insektentunnel. Ja, als wenn dir das einer glaubt. Ich meine, stell dir mal vor, ein Kind kommt nach Hause und der Lehrer hat mich in den Insektentunnel gesteckt. Ja, weißt du. Kevin, weißt du, erzähl wieder so eine Scheiße. Geht raus und spielt. Nee. Sepp, weißt du, ich finde, Christian, der versucht, ein Problem mit den Eltern einfach abzuwatschen, ja, aber ich hab da was gegen, ja. Und zwar, okay. Familienkanone, ne?
Also, ganz ehrlich, ja, von wegen Elterninsektentunnel ist ja alles Schwachsinn, ne? Ich weiß nicht, so das funktionieren, ne? Weil die Kinder rein, nicht die Eltern. Ja. Ja, oder da kommen die Kinder rein und so, weißt du? Nee, aber du weißt, das nervigst du. Ich meine, deine Kinder, du bist ja ein guter Lehrer. Du hast deine Kinder ja ganz gut im Griff, die lieben dich und so, weißt du, mal kacke, Elternsprechtag, ne? Ständig das kommen stimmt. Die Alten da vorbei, gehen dir auf den Sack, ja. Na, macht sich der Matthias auch gut im Unterricht? Hat die Karla auch wieder gute Noten? Warum kriegt denn der Matze immer so schlechte Noten? Bla, 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 weißt du? Ziehst einfach die Familienkanone und rotzt der Alten ins Face, ja? Die hält sofort die Fresse, ne? Fatti lacht auch noch daneben, guckt sich das an, ne? Und denkt sich dann, oh, nice, dankeschön, Christian. Nur vier Karten. Christian, vergessen Karten nachzuziehen. Und gib's denen einfach richtig. Ja, Elternsprechtag, kein Problem, Familienkanone wird abgefeuert. Takt auf den Tür, kein Problem, Familienkanone wird abgefeuert. Abschlussball, kein Problem, aber Familienkanone wird abgefeuert. Aber leben die danach noch, oder? Ja, die, nee, die sind danach tot, aber die Familienkanone ist in Deutschland legal. Und deswegen ist das cool. Das will ich unter Mutti aber sehen, ey. Seb, ey, du willst nicht als Familienmörder gelten, ja? Du denkst vor allen Dingen an eins, und zwar an dein Aussehen. Ja, du als Lehrer trägst natürlich stilecht die ganze Zeit immer diese Jackets mit den Dingern an den Ellbogen, weißt du, die so ausgepufft sind. So. Da, so eine Tweed-Jacke. Ja, genau, diese Tweed-Jackets. So. Davon kannst du aber nicht genug haben. Deswegen biete ich dir den Jackettfluss. Also im Endeffekt einen ewigen und nicht abreißenden Fluss an neuen Tweed-Jackets, die du dir immer wieder überziehen kannst, damit dein Lehrerleben auch nicht unter deiner schlechten Optik leidet. Ja, also jetzt zugreifen. Unter deiner schlechten Optik, Sepp. Hör mal hin, ey. Ja, was kannst du mir denn noch verkaufen, Dalu? Pass auf, Sportunterricht als Erziehungsmaßnahme, ja? So muss das Ganze funktionieren. Ein Insektentunnel ist ja schon krass, aber was wäre denn, wenn die Schüler da noch hier sich sportlich engagieren müssten? Und zwar nennt sich das Ballzelt, ja? Da kommen ebenfalls die Schüler rein, die nicht artig gewesen sind und die können sich darin nicht wehren. Und dann darf jeder Schüler, der die Schule besucht, mit dem Ball voll abziehen. Du kannst nicht besonders viel ausweichen, ja? Und so werden die Leute noch sportlich engagiert, die Treffer werden gezählt und am Ende fließen die in die Benotung mit ein. Du kannst geile Videos hochladen auf YouTube, die immer ziemlich witzig sind. Wenn ein Schüler den anderen nicht mag, dann schießt er besonders feste. Man kann bei dir noch Geld zahlen, um einen besseren Ball zu bekommen. Ja? Ihr Monster! Vielleicht mit einer Spitze vorne dran und dann, ja, man weiß nicht. Also auf jeden Fall werden die Leute viel netter zu dir sein. Und wenn nicht, dann machen alle Sport. Freiwillig. So ein Sack mit Knüppel drauf. Okay. Den Sektentunnel, da habe ich starke Bedenken, weil ich muss ja selber die Kinder da reinpacken. Und dann muss ich die anpacken, die sind Tür auf, reinschubsen, drin, und, fertig. Ja, die Familienkanone, da mache ich die mich, glaube ich, schön. Irgendwie strafbar oder, also... Das ist legal! Ich will ja niemanden erschießen, wenn die sich dann, keine Ahnung, ja, nee. Und die Jacke... Peter, ich trage doch ständig die gleiche Jacke. Ja, nee, ich kann du mich immer doch nicht von meiner Jacke haben. Trennen. Da habe ich Alter, du kannst Stifte doch nicht diesen monströsen Ballzelt und da sind so nehmen, Löcher ey. Drin von den Schülern. Aber dieses Zelt mit dem Ball, da habe ich weder die Verantwortung, dass ich die Kinder bestrafe, weil Kinder bestrafen sich ja gegenseitig selber. Ich bin völlig aus der Verantwortung raus. Und ich glaube, das ist auch Sport, echt da wird alles gefördert. Ja, finde ich auch. Sehr gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. Das war nicht gut. Ich bin der Diktator-Lehrer. So, jetzt machen wir mal zwei. Okay, jetzt zum großen Finale dürfen wir Dalu pleasen. Okay, dann zwei. Einmal bin ich ein Soldat oder ein Bettler. Komm, dann nehmen wir hier. Ich bin der Bettler. Okay, pass auf. Hab ich das richtig du brauchst ja, ne? Eine Elefantenschule. Und zwar deswegen. Weißt du, du kennst ja die ganzen Bettler, die da immer mit ihrem einbeinigen Hund da rumgammeln, ja, und da versuchen noch so ein paar Centstücke abzugammeln, ja. Aber wie geil wäre es, wenn du einen Elefant bei dir hättest und zwar auch noch einen, der so richtig geil betteln kann, weißt du, der seine Vorderhufe zusammentun kann und so richtig geil dieses Battle-Ding machen, weil du den halt in deiner Elefantenschule zum Betteln ausgebildet hast. Das ist nämlich keine normale Elefantenschule wie Zirkus oder so, das ist nämlich die Elefanten-Bettler-Schule. Und der wird dir dann beim Betteln
unfassbar unterstützen und abends kannst du noch auf dem nach Hause reiten. Er scheiße, das kannst du Hause. Aber dann kannst du halt zur Tafel auf dem aber reiten. Aber kann ich nicht sowas. Zur Schule selbst reiten. Ja, oder zur Schule selbst. Ja, die Elefantenschule ist halt großartig, weil mit ihr kommen halt ganz viele geil ausgebildete Elefanten. Und gerade du als Bettler, du bist der Erste, der ausgebildete Elefanten braucht. Glaub mir. Reiten, schmeiten, weißt du? Ah, weißt du, ja. Was Bettler werden ja immer so ein bisschen als Unterschicht gesehen, weißt du? Aber die achten auch auf Qualität. Vor allen Dingen bei sowas, ja? Die wollen Qualität haben. Und schon zwar gut, ja. Und zwar brauchst du Flügel, um dich fortzubewegen. Und zwar Grasflügel. Die wachsen auch immer wieder nach, weißt du? Und du könntest dann auch eigentlich, du kannst die auch rauchen, weißt du? Also ist völlig egal, die wachsen immer wieder nach, wie Gras, ja? Du rauchst dir entweder deine Flügel oder du fliegst halt weg. Weißt du, wenn mal wieder so die Polente kommt und meint, du darfst hier nicht schlafen, weißt du? Ja, am Arsch, Junge, fliegst einfach irgendwo hin. Ich meine, wenn das nicht zu windig ist, kannst du auch auf ein Haus fliegen. Du kannst einfach da chillen. Du kannst einfach hinfliegen, wo du willst. Du wärst mobil wie kein anderer. Vor allen Dingen würde keiner hinter dir herkommen. Ich meine, man weiß ja nicht, wie du Bettler geworden bist, ne? Also vielleicht, wenn du irgendwie mal so Brötchen irgendwo mitgehen lässt oder so. Und dann wirst du verfolgt, weißt du, da musst du rennen, voll anstrengend und so. Am Arsch, du fliegst einfach weg. Und währenddessen, während du in der Luft bist, zündest du dir halt auch noch einen an. Dann hast du auch noch gute Laune. Weißt du, also, was Besseres kann ich mir einfach gar nicht vorstellen. Als Grasflügel, weißt du? Das ist nett, Dado, ja, aber dein wahres Problem ist doch das ganze korrupte System dahinter, oder? Ja, weißt du, warum bist du überhaupt Bettler geworden, ne? Genau, weil das System kaputt ist. Und was müssen wir daran ändern? Genau, die Steuern. Und was für welche, ne? Wir brauchen eine Liebessteuer, ne? Damit einfach mal auch solche verlorenen Seelen wie du vom Staat mal wieder sozial unterstützt werden. Ich bin einfach der Meinung, du kaufst das, weißt du, gehst damit dann zum Bundestag, sagst hier, Liebessteuer gekauft, dann bekommst du halt den fairen Anteil, den jeder bekommen sollte. Keiner sollte auf der Straße leben müssen. Ne? Das ganze System ist so für den Arsch. Und du kannst jetzt die Lösung kaufen. Ne? Du kaufst damit quasi das Wahlergebnis, das Gesetz zu ändern, dass Bettler nicht mehr existieren. Ne? Die werden einfach weggemacht. Das ist direkt nach der Abstimmung für Gravitation. Die wird als nächstes aufgehoben. Okay, und das wäre also nicht nur für mich, sondern auch für die anderen, ja? Das wäre auch für die anderen. Du würdest halt quasi dem Bettler-Volke etwas Gutes tun. Nee, das möchte ich. Also, nee. Okay, das ist nicht. Nee. Dalu, du bist und ja auch Bettler den Steuern, ey. Du bist ja auch Bettler aus Überzeugung und weil du einfach diesen Lebensstil auch lebst und willst. Und du willst aber auch Kohle. Deshalb kriegst du das Preisshirt. Das verdoppelt deine täglichen Einnahmen. Schmeißt einer einen Euro bei dir in den Hut rein, plöppt da einfach aus deinem Shirt noch einen Euro raus. Auch nochmal, alles, was du sammelst als Bettler, wird verdoppelt von diesem Preisshirt. Es ist stylisch, es ist warm, auch in den kalten Monaten, wo du unter der Brücke frierst oder so. Es ist immer schön, angenehm, warm und vor allem, es stinkt nie. Bettler haben vielleicht ein bisschen Probleme mit der Hygiene, weil sie halt kein Zuhause haben. Aber dieses Shirt, du wirst der König unter den Bettlern sein. Du hast ich werde wahrscheinlich ausgeraubt werden. Nein, das geht doch gar nicht. Nicht, wenn du einen Elefanten hast. Nicht, wenn du einfach wegfliegen kannst. Nicht, wenn du das System veränderst. Wie soll ich denn einer ausrauben mit diesem Shirt? Das kann ich. Das ist nämlich personengebunden. Da steht dein Name drin. Und bei keinem anderen außer dir funktioniert das. Ja gut, aber wenn ich es nicht mehr hab, dann bin ich wieder arm. Er kann es mir einfach wegnehmen, weil er mich nicht leiden kann. Aber das du ist geil. Du bist auch so arm. Ist das System denn sicher? Also kann ich auch wie Donald Duck einen 50er an einem Schein irgendwie annehmen? Der zieht den zurück, kriege ich dann trotzdem 50 aus meinem Shirt? Weißt du, da will er direkt wieder überlisten. Also auf diese Idee bin ich jetzt als Entwickler noch nicht gekommen. Also deshalb wäre ich wahrscheinlich selber schon super reich. Aber vielleicht. Ich habe jetzt daran gedacht, einer schmeißt einen Euro da rein, dann ploppt ein Euro aus Dalus T-Shirt. Weißt du, hat Dalu 2 Euro, dann schmeißt er 2 Euro rein, hat dann plötzlich 4 Euro. Ja, genau. Okay, das wäre natürlich die einfache Methode, aber da kann ich natürlich ausgeraubt werden. Ja, wesentlich besser und meine Karriere guttun würden die Grasflügel. Denn die könnte ich natürlich auch verkaufen, also Teile davon. Die wachsen ja nach. Ich könnte der Beste, kannst du auch verkaufen. Man könnte mich den fliegenden Dealer nennen. Ja? Ich könnte überall sein. Fliegende Holländer, jawohl. Und da ich keinen Ausweis habe, ich könnte einfach immer abhauen. Ja, man weiß ja nicht mal, wer ich bin. Ich glaube, damit wäre ich schon ziemlich gut unterwegs. Ja? Ich nehme die Grasflügel. Die sind ziemlich stark. Geil. Na gut. Ich hätte auch beim Soldaten die Elefantenschule genommen. Ich hätte beim Soldaten einen Panzer gehabt. Ja, das ist gut. Die Liebespanzer. Oh, nice. Der Love Tank. Ja, ich hätte noch den Höllenspiegel oder so gemacht. Ja, das war lustig.
Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja. Das ist definitiv cool. Ganz viel Bullshit. Wir haben noch einige Kombinationen. Wir haben noch 170, keine Ahnung, 230 Karten gar nicht gesehen. Ja, sehr gut. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß da draußen. Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns wieder dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Ciao.